Das Herz, das man nicht sieht, aber auch das Pulsieren des Blutes in den Adern der Firma, aber auch das Pulsieren mit dem Markt zusammen. Das sind so die Analogien, die wir auch brauchen im Alltag. Wir stellen Messgeräte her, welche die physikalische Größe Druck messbar machen können. Druck ist gleich, wie viel Kraft schlussendlich auf eine Fläche wirkt. Ja. Das ist unser Metier. Das ist unser Metier. Punkt. Punkt. Ja. Viele Leute sind sich nicht bewusst, wie viel im Alltag mit Druck in Verbindung gebracht werden kann. Bei den Formel-1-Reifen, bei einem Fußball. Der Druck, der muss genau angezeigt werden, weil sonst kann etwas schieflaufen. In einer Kaffeemaschine hast du Druck. Du kannst dich umschauen, du kannst in die Tiefe gehen. Tauchcomputer sind da drin, du kannst in die Höhe gehen. 400 Kilometer hoch in die ISS-Raumstation. Es gibt tausende von Anwendungen. Die Qualität ist wirklich eines unserer wichtigsten Merkmale. Und das Gute ist, dass wir unsere Produkte teils millionenfach prüfen, bevor sie rausgehen. Es ist nicht so, dass wir keine Fehler machen. Das heißt, wo Fehler gemacht worden sind, stellen wir spätestens hier fest. Und dann geht ein astreines Produkt raus. Ich vergleiche es ein bisschen wie mit einem traditionellen Uhrwerk, wo du Dutzende von Zahnrädern drin hast. Und wenn ein Zahnrad ausfällt, und sei es noch so klein und unbedeutend, funktioniert unser Produkt nicht. Unser Vater hat mal gesagt, dass unsere Produkte auch eine Seele haben. Und die Seele, die geben unseren Produkten unsere Mitarbeitenden. Wichtig ist, dass wir uns stets bewusst sind, welche sind unsere Wurzeln? Woher kommen wir? Warum sind wir heute hier, wo wir sind? Also uns auf unsere Stärken fokussieren. Gleichzeitig aber auch dankbar sind und auch demütig für das, was wir bis jetzt erreicht haben. Aber mit einem offenen Geist nach vorne in die Zukunft schauen, auf die Herausforderungen, die auf uns zukommen werden, wo wir aber überzeugt sind, dass wir diese Herausforderungen gemeinsam mit unseren Leuten packen werden.